Ich will eine Jahrgangsuhr und habe keine Ahnung von Vintage. Kann das gut gehen? Ja, es kann, aber es ist nicht einfach. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich ungemein. Bevor ich euch aber die Uhr vorstelle, würde ich euch noch einen kleinen Gefallen bitten, wenn euch meine Videos gefallen. Unten rechts könnt ihr das ganze Video über meinen Kanal abonnieren. Am Ende des Videos etwas größer und einfacher. Oben rechts macht die kleine Glocke noch an und hinterlasst auch gerne einen Kommentar, ob euch das Video gefallen hat und was ihr sonst noch sehen möchtet. Aber jetzt wirklich zu meiner Jahrgangsuhr. Ja, so ungefähr 2 Jahre vor meinem 50. Geburtstag kam mir die Idee, dass es doch wirklich toll wäre, eine Jahrgangsuhr zu haben. Das heißt, eine Uhr, die im gleichen Jahr produziert wurde, wie ich geboren bin. Dummerweise habe ich wirklich keine Ahnung von Vintage und bin auch kein großer Vintage-Fan. Und ich hatte einige Kriterien, die eine Jahrgangsuhr für mich erfüllen müsste. Zum einen, ich wollte keine Wissenschaft draus machen. Es sollte für mich vergleichsweise einfach sein, diese Uhr zu finden. Gut, hinter dem Punkt musste ich relativ schnell einen Haken machen. Das hat also nicht geklappt. Man muss sich mit dem Thema etwas auseinandersetzen, ansonsten funktioniert es nicht. Der zweite Punkt war, es sollte eine relativ bekannte Marke sein, also eine Marke, die auch mir als Nicht-Vintage-Fachmann etwas sagt, damit ich mich zumindest einigermaßen darauf verlassen kann, dass die Uhr eine gewisse Qualität hatte und hoffentlich auch heute immer noch hat. Und der dritte Punkt war, es sollte eine Marke sein, die eine große Auswahl hat und die vergleichsweise leicht zu beschaffen ist, denn ich wollte einschließlich mit Sicherheit notwendiger Revision nicht mehr als 500 Euro ausgeben. Mit diesen Kriterien bin ich dann relativ schnell auf die Marke Seiko gekommen, auch wenn ich mit Seiko eigentlich auf Kriegsfuß stehe, zumindest was das heutige Auftreten der Marke Seiko betrifft. Dazu habe ich euch hier oben ein Video verlinkt. Aber Seiko hat nun mal die meisten meiner Kriterien erfüllt. Seiko hat in seiner jeweiligen Zeit und in dem jeweiligen Preissegment eigentlich immer qualitativ gute und sehr angemessene Uhren produziert, sodass ich relativ sicher gehen konnte, dass die Uhr für die damalige Zeit einen guten und überdurchschnittlichen Qualitätsstandard erfüllt hat. Das war mir wichtig und ich glaube, das hat auch hat sich gezeigt, dass das ein guter Ansatz war. Zweitens wollte ich eine große Auswahl haben. Ich wollte also nicht irgendeine Uhr haben, sondern eine Uhr, die ich auch zumindest hin und wieder mal trage, auch wenn es eine Vintage ist. Und was bei Seiko noch dazu kommt, das ist der Fakt, dass durch die Referenznummer sich das Alter der Uhr ziemlich genau bestimmen lässt. Die Uhr, die ich mir ausgesucht habe, ich habe sie auch jetzt gerade am Arm. Das ist die Referenz 6206-8040 mit dem Beinamen Daydata. Daydata deshalb, weil der Wochentag auf der 6 Uhr Position ganz ausgeschrieben ist und interessanterweise beide Anzeigen in zwei getrennten, auch räumlich getrennten Fenstern angezeigt werden. Naja, nachdem ich mich jetzt auf Seiko festgelegt hatte, ging die Suche los. Ich habe also die üblichen Foren durchsucht, ich habe bei eBay gestöbert und letztendlich bin ich bei eBay UK fündig geworden, eben genau meine Uhr für, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig genau, es ist immerhin auch schon fast 5 Jahre her, dass ich die Uhr gekauft habe, 320, 330 Euro, irgendetwas um diesen Dreh rum. Mit der dann notwendigen Revision, wo ich nur das Uhrwerk habe machen lassen, das Glas aufpolieren, das Gehäuse unangetastet gelassen habe, bin ich ziemlich genau in dem von mir gesteckten Rahmen von 500 Euro geblieben und bin wirklich extrem froh, diese Uhr zu diesem Preis bekommen zu haben. Was an dieser Uhr wirklich erwähnenswert ist, das ist die Tatsache, dass sie, obwohl 1966 produziert, schon eine Datumsschnellverstellung hat.
Der Wochentag lässt sich über die Krone in Position 1 verstellen. Also das Datum, nicht der Wochentag, das Datum lässt sich über die Krone in Position 1 verstellen. Und der Wochentag durch Hin- und Herkurbeln von 10 Uhr abends auf 2 Uhr morgens und zurück geht relativ schnell und ist wirklich sehr unkompliziert zu machen. Und für die frühen Seiko-Automaten typisch ist die Krone auf 4 Uhr sehr klein und bündig in das Gehäuse eingelassen, sodass sie weder drückt noch stört, weil Seiko davon ausging, dass eine Automatikuhr eben die Krone nicht so oft notwendig hat wie eine Handaufzugsuhr und damit auch grundsätzlich richtig liegt, wenn man eben nur eine Uhr hat und diese dann auch regelmäßig trägt. Am Arm ist diese 36,5 mm Uhr natürlich vergleichsweise klein und wenn ich sie gegen die Uhr, die ich aktuell am Handgelenk habe, halte, die U1, dann sieht man den tatsächlichen Größenunterschied zwischen einer damaligen und heute gängigen Herrenuhrgröße. Ja, was zum Alter der Uhr kann ich sagen, ich konnte sie sehr genau bestimmen, denn wenn man ein kleines bisschen im Internet recherchiert, dann sieht man, dass die Referenz und der Daydata eine Uhr der 60er Jahre ist und die Referenz von Seiko lässt ziemlich genau zu, den Produktionszeitpunkt zu bestellen, stimmen. Bis 1966 waren die Seiko-Referenzen siebenstellig, 67 und 68 gab es sowohl sieben- als auch sechsstellige Referenzen und ab 1969 waren es dann ausschließlich sechsstellige Referenzen. Insofern konnte ich ziemlich sicher gehen, dass meine Uhr aus den 60er Jahren ist und in der Referenznummer selber gibt die erste Zahl, das Produktionsjahr der Dekade an. 60er Jahre wusste ich, erste Zahl ist eine 6, also ist die Uhr aus 1966. Die zweite Stelle gibt den Produktionsmonat an, in diesem Fall eine 9 für September, was, und das ist für mich dann wirklich das Schmankerl, das Sahnehäubchen obendrauf, auch mein Geburtsmonat ist. Es ist also eine Jahrgangsuhr, nicht nur was das Jahr betrifft, sondern auch was mein Geburtsmonat betrifft. Die Monate Dezember werden mit D dargestellt, November mit N und Oktober mit einer 0. Insofern kann man wirklich die 12 Monate an der Referenz eindeutig erkennen. Es handelt sich hierbei um eine sehr frühe Automatikuhr. Seiko typisch für die frühen Automatikuhren die gehäusebündig eingelassene Krone, denn man soll sie ja eigentlich nicht brauchen, wenn man die Uhr trägt. Das Problem ist, dass es wirklich eine sehr kleine Krone ist. Ich zeige euch die nochmal. Insgesamt also wirklich ein sehr, sehr kleines und feines Teil, nicht wirklich für den dauerhaften Gebrauch gedacht. Und das Erstaunliche ist, dass diese Uhr wirklich auf den Monat so alt ist wie ich. Herrliches Sonnenschliffziffernblatt mit den changierenden Farben. Das Gehäuse hat natürlich Spuren des Gebrauchs, ist aber alles in allem in einem wirklich, wirklich guten Zustand. Neben den Spuren auf dem Gehäuse gibt es natürlich auch einige wirklich kleinere Spuren auf dem Ziffernblatt, wie oberhalb des S von Seikomatic. Oder auch eine etwas glänzendere Stelle oberhalb des 2-Uhr-Index und zwischen 3 und 4 Uhr hat das Ziffernblatt am Rande ebenfalls einen kleinen Abrieb. Insgesamt aber ist die Uhr in einem wirklich tollen Erhaltungszustand. Ich glaube fast, die Uhr hat weniger Spuren des Lebens davongetragen als ich. Das Seiko-Logo ist aufgesetzt. Die Dauphinzeiger sind wirklich schön gearbeitet und man kann auch hier den zentralen Schliff sehen. Mit den
polierten Seitenkanten und dem matten Centerschliff. Bei der Revision habe ich das Gehäuse nicht aufbereiten lassen, weil ich finde, eine solche Uhr muss tatsächlich die Spuren des Alltags zeigen. Und wie man sehen kann, sind die Kanten des Gehäuses und die Flächen tatsächlich relativ klar definiert und gut zu erkennen. Ja, ich trage die Uhr nicht besonders oft, aber wenn ich sie trage, freue ich mich jedes Mal, dass ich so ein Schnäppchen gemacht habe und bin auch ein kleines bisschen stolz drauf und bewundere es, dass eine Uhr so lange in einem so guten Zustand durchhält. Und als kleiner Dank darf die Uhr jetzt wahrscheinlich für den Rest der Arbeitswoche an den Arm. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Unten rechts könnt ihr es durchs ganze Video hindurch machen. Oben rechts am Ende des Videos macht die kleine Glocke an. Und wenn ihr mögt, hinterlasst auch gerne einen Kommentar. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.